Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Amen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet aus dem Evangelischen Zentrum in Wien, das in diesen Zeiten der Pandemie leerer ist als gewohnt, in dem die Stimmen der vielen, die hier tagen und studieren, gerade fehlen. Wir feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten den Wochenpsalm. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihn fürchten, denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und es herrscht unter den Heiden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Wenn ich des Nachts oft lieg in Not, verschlossen gleich, als wär ich tot, heißt es in dem Lied. Dann gibt es zwei Weisen des Erwachens, das Erwachen im Zorn und das Erwachen in berechtigter Wut über alle die, die uns die Not, die uns quält, eingebrockt zu haben scheinen. Das Erwachen mit der Klage über die Regierung, die uns von einem Lockdown in den anderen schickt, und zugleich Lockerungen ohne Begründung in den Raum stellt. Das Erwachen im Zorn über die, die zu wenig Impfstoffe bestellt zu haben scheinen. Oder wir erwachen, wie es im Lied heißt, in der Früh, in der Gnadensonne, nach Trauern, Freud und Wonne. Aber wir sind ja nicht naiv. Wie soll denn das gehen, in der Gnadensonne erwachen nach einer Nacht in Not? Eine Antwort gibt uns die heutige Tageslosung. Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern jederzeit nach der Gottesfurcht. Da wird nicht gesagt, vergiss die Not und vergiss die, die daran Schuld tragen mögen. Schuld und Sünde werden nicht negiert, werden nicht verdrängt. Was uns aber gesagt wird, lass dein Leben nicht davon bestimmen. Stecke deinen Eifer nicht in die Frage nach Schuld und den Sündern. Gib ihnen keine Macht über dich. Eifere nicht gegen die Sünder, sondern jederzeit nach der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist der Respekt vor Gottes großen Taten, der Respekt vor seiner Gnade, vor dem Leben und seiner Erlösungstat. Im Vaterunser bitten wir ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und erlöse uns von dem Bösen.
damit es keine Macht mehr über uns und unseren Eifer hat. Konzentrieren wir uns auf Gott und seine Gnade, was er mit uns vorhat, in seiner Gnadensonne, damit kein Angststein mehr schwer auf uns liegt. Denn der wird weggewälzt von unseres Herzens Tür. Amen. Guter Gott, du bist bei uns auch in den schlaflosen Nächten. Du wachst über uns, wenn uns Träume quälen. Du kennst unsere Sorgen, Ängste. Du siehst unseren Zorn und unsere Wut. Wir denken an alle, die unter dieser Krise leiden, die einsam sind und traurig, die krank sind und Angst haben, die überfordert sind und gestresst, die ihre Arbeit verloren haben und die Geldsorgen plagen. Guter Gott, wir bitten dich, lass deine Gnadensonne über uns aufgehen. Lass uns erkennen, was trägt und hält. Wälze die Angststeine hinweg, die auf uns lasten. Und lass uns fröhlich und heiter in den Tag gehen. So beten wir, wie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet, bei Gott, der Heiligen Geistkraft, die uns Mut macht. Amen.